ein perfekter Ferienabschluss. Der Tennisclub 1899 Blau-Weiß Berlin lädt zur Young Generation Trophy 180 Juniorinnen und Junioren folgen der Einladung gern und kämpfen an 4 Tagen um Titel und wertvolle Punkte für die deutsche Rangliste. Wir haben ein großes Jugendturnier. Wir wollen uns natürlich sportlich damit auch präsentieren und als gute Gastgeber hier ein Turnier organisieren auf einem Niveau, wo unsere eigenen Kinder auch mitspielen können. Beginnend bei der U9 bis hin zur U18 besticht dieses Turnier durch seine leistungsstarken Teilnehmerfelder. Besonders deutlich wird das beim U16-Finale der Mädchen. Hier trifft die an Nummer 1 gesetzte Spielerin Sophie Trückwart vom Sportverein Zehlendorfer Wespen auf die blau-weiße Julia Hofmann. Für Trückwart ist das Endspiel eine klare Angelegenheit, denn sie bestimmt mit 6:2 und 6:2 fast nach Belieben das Match. Die letzten Male war es sehr knapp, so Match-Tiebreak und so. Und diesmal wollte ich halt ein bisschen glatter gewinnen und das habe ich auch hinbekommen. Erfolgreich läuft es bei diesem Turnier auch für Amelie Hollmann vom gastgebenden Verein TC Blau-Weiß. Schließlich gelingt ihr der Start in das Finalduell gegen Vesper Loddenkemper von den Zehlendorfer Wespen nach Wunsch. Dabei führt Hollmann jeweils und zeigt im Anschluss ein temporeiches und offensives Spiel. Mit 6:1 und 6:2 kürt sie sich in der Kategorie U14 zur Turniersiegerin. Es ist immer sehr schön, da mitzuspielen bei seinem eigenen Verein. Da kennt man auch viele Leute und natürlich auch die Trainer stehen immer hinter einem und ja. Einen weiteren Triumph kann der TC Blau-Weiß in der Altersklasse U14 Jungen feiern. Dort zeigt sich der Ukrainer Mykola Raber, welcher aufgrund des Krieges nach Berlin flüchten musste, gegen Julius Laurin Fussan von Grün-Weiß Nikolassee kämpferisch und laufstark. Jedoch entwickelt sich dann ein offener Schlagabtausch, wobei die Vorteile immer leicht bei Raber liegen. Er gewinnt am Ende 2x mit 6:4. Es ist gut, weil ich viele Spiele für den Verein bestreite und alle Doppel sowie Einzel gewinne. So matchen sich 180 Juniorinnen und Junioren bei der Young Generation Trophy auf der Anlage des Tennisclub 1899 Blau-Weiß Berlin um Titel und wertvolle Punkte für die deutsche Rangliste und um ein perfekter Ferienabschluss.